meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier heute Abend im Hohner Konservatorium begrüßen zu unserem Neujahrskonzert der Dozenten. Und ich freue mich, dass so viele Leute dabei sind, hier im Saal, dass wir mit unseren Möglichkeiten doch auch Live-Publikum haben können. Aber ich freue mich auch über die vielen Besucherinnen und Besucher, die nun zu Hause live dabei sind und das Konzert im Videostream verfolgen. Ich möchte an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen unsere Bürgermeisterin der Stadt Trossingen, Frau Susanne Irion. Herzlich willkommen. Und auch die ausführenden Künstlerinnen und Künstler, die heute Abend dieses Konzert für uns spielen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die dieses Konzert vorbereitet haben. Und ganz besonders auch bei Andreas Nebel, der heute Abend auch die Koordination und die Programmsteuerung übernommen hat. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Das Stück des Freiburger Komponisten Roland Breitenfeld heißt Agehachō und es geht darum, um das Werden und Sein des japanischen Königschmetterlings. Es ist im Original für Shō, das japanische Instrument, das dem Akkordeon sehr, sehr ähnlich ist. Im Chinesischen heißt das Sheng, das Instrument, und wurde 1999 für die japanische Interpretin, große Interpretin für Shō-Musik, Mayumi Miyata, geschrieben. Thank you.
Guten Abend. Unser nächstes Lied heißt Musica Proibita, also verbotene Musik. Geschrieben ist von Gasteldon, typisch italienisch Repertoire aus Neapel-Geschmack, würde ich sagen. Ein Mädchen hört jeder Abend jemand, der singt ein Liebeslied unter ihrem Fenster. Und die lieblingste Wörter dieses Lied sind: Ich würde deine schwarzen Haare küssen, deine Lippen, deine ersten Augen. Und das Mädchen möchte auch das Lied zurücksingen. Aber das Mutter hat das verboten. Wer weiß warum. Jetzt ist aber sie nicht da und sie singt das doch.
liebes Publikum, ich möchte Ihnen gerne noch einige Worte zum Flower-Duett mitgeben. Der Komponist ist Leo Delib und das Duo de Fleur stammt aus dem ersten Akt der Oper Lakmé. Sie wurde 1883 in Paris sehr erfolgreich uraufgeführt und gefeiert. Die Handlung der Oper spielt im Indien der Kolonialzeit. Lakmé ist die Tochter des Hohepriesters. Sie verliebt sich unglücklicherweise in einen englischen Offizier. Lakmés Dienerin und auch ihre Freundin ist Malika, mit der sie zusammen das Flower-Duett singt. Im Duett besingen sie gemeinsam den weißen Jasmin, die Rosen, die Blütenpracht am Flussufer. Der Frühling schläft noch und sie lauschen dem Gesang der Vögel. Da sieht Malika ihre Herrin Lakmé zum ersten Mal an, dass sie lächelt und ahnt, dass sie ihr Herz für die Liebe öffnen wird. Thank you.
Das nächste Duett kommt aus Le Nozze di Figaro, Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Geschichte ist sehr lang, aber im Grunde passiert, dass wir sind in einem Hof in Almaviva, in der Nähe von Sevilla. Und Figaro, ein Diener dieses Hofs, wird heute Susanne heiraten. Der Graf aber ist jetzt in Susanne verliebt und der möchte Susanne die erste Nacht ihrer Hochzeit haben. Das heißt, er möchte wieder neu stellen das Jus prime noctis. Die Gräfin entdeckt das und jetzt organisieren wir, ich bin die Gräfin, Christine ist Susanne, ein Date, das ist ein Trick für den Graf, und wir schreiben zusammen einen Brief, einen Liebesbrief. Und die letzten Wörter dieses Duets sind, der wird schon alles von selber verstehen. Also wir schreiben ein paar Wörter und dann ist schon alles klar. Und wir freuen uns über diesen Scherz. Thank you.
Es war bisher ein wunderschönes Konzert. Ich werde mit dem letzten Stück auch mein Bestes geben, dass es so bleibt. Aber ich möchte kurz was dazu sagen. Das Stück mutet ein bisschen melancholisch an und ich habe mit mir gehadert, ob ich es wirklich am Ende spielen möchte. Aber ich glaube, es ist doch ganz schön, weil es so hervorragend in unsere Zeit passt. Ich habe im letzten Jahr auch sehr, sehr viel über das Leben nachgedacht und da kamen diese Motive und Schnipsel für diese Komposition so ein bisschen zugeflogen. Es steckt Melancholie drin, es steckt sehr viel Nachdenkliches drin, aber auch viel Kraft und viel Zuversicht. Und der Titel ist Walking On und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir alle mitnehmen können, einfach immer weiterzugehen, einen Schritt vor den nächsten zu setzen und uns die positive Grundeinstellung nicht nehmen zu lassen.
Ja, damit sind wir nun am Ende unseres Neujahrskonzerts angekommen. Und ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei unseren Künstlerinnen und Künstlern bedanken für diesen wunderschönen, stimmungsvollen Moment hier am Beginn des neuen Jahres. Und ich darf euch alle bitten, dass ihr noch einmal kommt, damit wir euch auch noch ein kleines Blümchen überreichen können. Und Sie werden auf Ihren Sitzen, die Gäste, die heute hier sind, einen kleinen Engel finden. Und dieser Engel hat nicht nur was mit der Deko zu tun, der steht normalerweise bei mir zu Hause im Wohnzimmer, dieser kleine Engel. Ich habe ihn mitgebracht, weil mein Schutzengel im letzten Jahr unheimlich viel zu tun hatte. Und er hat ganze Arbeit geleistet, kann ich sagen. Und ich möchte Ihnen diesen kleinen Engel, der auf Ihrem Stuhl liegt, auch mitgeben. Als kleinen Gruß aus dem Hohner Konservatorium, dass Sie beschützt und behütet durch dieses Jahr gehen mögen und dass Sie gesund bleiben und dass es ein erfolgreiches und gutes Jahr für Sie wird. Bitte. Stefan Bauer, für dich haben wir auch ein Blümchen, bitte. Und ich habe noch einen kleinen Blumenstrauß und das ist mir ein sehr großes Anliegen. Claudia, bleibst du bitte eben kurz hier heute Abend. Das war nun das dritte aus der Reihe unserer kleinen Konzerte, jetzt im Advent und im neuen Jahr. Und ich bin dann einige Wochen ausgefallen und ich muss sagen, die Claudia hat das ganz wunderbar hier in den letzten Monaten und Wochen gemanagt. Und ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich dafür danken und dir alles Gute wünschen. Vielen herzlichen Dank.